gibt's Gewürze. Ja, habe ich eine Mission, Handel in Kantor. Stärkste Handelsmission in Kanton. Ich sehe die Scheiße nicht mal, aber... Okay. Mal über den vierten Stack nachdenken. Ne? Ich glaube, ich habe 1500 Schulden. Fast zu viel. Ne? Weiß man nicht so genau. Jo. Warten wir erst mal aufs Jahresende ab, ne? Oh, hab außersehen die protestantische Liga geschwächt. Weil Mantua hat zur protestantischen Liga gehört und jetzt hab ich's einfach annektiert. Oh, ich hab keine Gefallen mehr, weil ich sag's. Also, was hast du annektiert? Mantua, die sind jetzt weg aus der protestantischen Liga. Also. Ja. Die waren sehr stark. Nö, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Sind alles Armeen, die wegfallen. Das ist zu viel. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Und Frankreich ist, glaube ich, auch gleich weg. Ja, und guck mal, was dabei ist. Deutscher Orden, die haben nur noch eine Provinz, Frankreich. Ja, habe ich auch gerade eben erobert. also... Eigentlich bleiben jetzt nur noch Schweden und die Osmanen, die wirklich bedrohlich sind. Ach komm, was nehmen einfach alles. Geht jetzt mal und Burgund. Oh, schon wieder einer weg aus der protestantischen Liga. Ja, ich habe eben Rostock erobert. Junge! Ich musste jetzt fast 250 administrative Punkte ausgeben, um das zu integrieren. Was zum Fick? Irgendwie witzig, wie die protestantische Liga Stück für Stück zerpflückt wird. Ja, ich möchte ehrlich gesagt, wo drill ich die jetzt am besten, wenn doch der Krieg losgeht? Ich bin echt ungünstig umringt, ne? Ich kann nirgendwo mich zum Drillen hinstellen, weil ich umringt bin von dieser scheiß Liga. Ich kann nicht drillen. Das ist kacke, ich hab nämlich nur 49 Jahre. Oh, oh, oh. Was? England schlägt dank Portugal und Utrecht zurück. Oh, ist gut, England ist in unserer Liga. Ja, hat sich halt Neuladen richtig gelohnt, wa? Ja, weiß ich nicht. Ich feuer mal noch nicht zu früh. Ja, aber es läuft schon besser. Ist vor allem nicht asynchron. Junge, ist das alles teuer, das hier umzuwandeln. 11, 13, das ist doch gar nicht so viel Entwickler. Arma kostet mir 146. So, ich habe keine Provinz mehr mit weniger als 10 Entwicklern. Okay, welche? Ich sollte vielleicht doch hier administrative Ideen nehmen, damit es noch ein bisschen billiger wird. Ja, aber ich weiß nicht, der Rest. Autonomie ist natürlich gut. Regierungslimit-Modifikator ist natürlich geil. Was
So irgendwas anderes, das den Modifikator erhöht? Irgendwo? Ich sehe nämlich nichts. Uff. Ich gebe allen drei Ständen Landrechte, damit ich noch unter meinem Regierungsland baue. Dann gibt es den nächsten Abweg hier. Ach, scheiße. 17, oh Gott. Ich will wohl ein bisschen drüber sein, da. Spanien ist das egal, dass ich Mantua genommen habe. Das bildest du dir noch ein. Ah, sind immer noch mit Bullen. Kann ich hier so Ideen nehmen? Da habe ich ständig Kriegsgründe gegen meine Nachbarn, aber. Oh. Ich glaube, soll ich für ihn nehmen? Kann ich für ihn nehmen? Kann ich sagen. Oh. Wirtschaftsideen hätte ich auf der Zinsreduktion mir auch. Jetzt Kolonisten nehme ich, das ist zu spät. Wobei. Der Norden da ist noch unkolonisiert, ne? Meinst du, ich krieg noch eine Provinz? Also, da ist die Frage, schaffe ich es bis zum Norden? Wenn ja, könnte ich es dann irgendwo da hinten vielleicht. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht für mich. Ich bin einfach zu weit rechts. Ich müsste weiter links sein. Ich habe Viehbestand, da bin ich außer Rand und Band. Es gibt halt wirklich nur administrative Ideen, die gegen das Limit Modikal erhöhen. Ich weiß nicht, mal abseits von Regierungslimit Modikado bin ich nicht so überzeugt von dem Scheiß. Aber andererseits. Zeit noch einen vierten Stack auszuheben. Auch damit meine Nachbarn nicht auf dumme Ideen kommen. Finanziert sich das Video? Ich weiß es nicht. Für Preußen-Militärische ist monatlich minus 0,5. Ja, das geht schon wieder. Das ist das Problem. Ja, möchte ich jetzt nicht Militärmacht reinzusenken. Ich habe eine Mission abgeschlossen, was? Oh, England hat Provinzen zurückbekommen. Oh, professionelle Armee. Reform der Brandenburger Armee tritt ein. 20 Armee-Traditionen, 15 Militärmacht, 2 Armee-Provinzen. Ja. Nee. Ja. Ich habe keine 400 Dukaten. Was haben wir da noch? Missionsstärke plus 1.
2 Stabilität. Was zum Fick, warum soll ich das denn machen? Das 2 Stabilität. Ihr habt doch den Arsch offen, oder? Von mir den Start. Stufe 7 bei Regen ist von vorn erreicht. Welche Stufe bin ich denn jetzt? Oh, ich hab gleich Stufe 7. Perfekt. Ich hab da unten ja noch mehr Missionen, habe ich gar nicht mehr gesehen. Deutscher Bund. 100 Provinzen derzeit in der Region Nord und Süd. Ja. Mindestens 115% Ideen. Burgund. Polen würde mitmachen. Wir haben was 100% Armeeprozentiert. Ich glaube, das also ich könnte es hinbekommen, dass Russland, Spanien, Portugal und Österreich mitmachen. Gegen was? Gegen Burgund. Und dann würde Polen nur noch beitreten. Okay. Also Spanien, ich, Österreich, Russland. Ja, ich muss ja noch Provinzen und so. Lass mich mal meinen Stack hier noch fertig aufbauen. Ja. Aber ja, prinzipiell wäre ich dabei. Ich nie bekommen. Oh, das ist geil, ja. Also der macht mit. Spanien macht mit. Das preußische Rechtssystem tritt ein. Ja, oh. Ja. Oh. 10 Gefälligkeiten habe ich gleich zu sagen. Oh, das ist schon interessant. Das ist schon interessant. Also ich hätte gern alles, was ich in Polen momentan auf Anspruch habe. Dann hätte ich meine Missionsziele drüben erreicht. Gucken, Österreich. Österreich, Österreich. Ah, wir haben eine Tischstufe vor mir. Da so lange Kanonen zu bauen. Muss auch mal noch mehr Schiffe bauen, ne? Die sind jetzt mit Russland verbündet. Aber die haben Schulden in Russland, die würden nicht mitkommen. Militärflotten. Dänemark. Ich nehme mich an. Auch immer noch die Regierungsreform danach. Kostenlose Richtlinie administrativ wäre geil. Absolutismus plus 5, Amtsadel, Müll. Korruption ist ja geil. So, Mimo ist auch jetzt Teil meines Reiches. Kann ich noch mehr bauen? Nee, ich bin schon über das Truppenlimit. Und meine Kanone wird nicht fertig. Also es wäre gut, wenn wir dieses Jahr noch abwarten könnten, wenn dir das recht wäre. Ja, ich muss erst mal ein bisschen noch 2 Gefallen sammeln bei Russland. Achso. Ja, dann. Ja, und derzeit fingiere ich noch ein paar Ansprüche auf Burgund. Mehr Provinzen billig nehmen. Oh, Wissenstausch. Keiner will Wissenstausch mit mir. Wären es administrative Ideen? Gegenseitig Memory Card wäre halt schon geil.
Wie hat Russland das denn geschafft? Was denn? Die sind im Krieg gegen Akkunulu und Osmanen haben gar nicht mitgemacht? Die sind gegen Schirwan im Krieg. Osmanen sind nicht mit Schirwan verbunden. Ah, stimmt, ja, stimmt. Ich dachte gerade, hey, wie haben die das denn gemacht? Wow, hab ich erstmal gedacht. Ja, und dadurch, dass Russland jetzt in dem Krieg ist, müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, meine Rekrume ist aber eh nicht ganz voll. Und da ist die nächste Sitzung gespawnt. So, auch fast 20 Jahre überfällig gewesen. Ah, ich Idiot, ich passe wieder nicht auf. Okay, Pässe gibt doch schon lange. Und meinst du? Ach, nix. Ich versuche nur die globaler Handel ist. Aber du passt leider auf, was soll denn das? Handel ist noch nicht. Ich könnte meinen Herrscher mal seinen Nachfolger noch mal rauswerfen und gucken, ob er mit 57 noch rechtzeitig einen neuen Herrscher bekommt. Oder wieder PU. Ja, nee, lass mal. Das muss nicht sein. Ich hätte lieber eine gute Tochter als diesen Kacksohn da. 135, was ist denn das? Nee, ich möchte die nicht weiter beeinflussen. Was ist denn überhaupt was das? So, kann ich hier meine Armee noch mal größer? Nee, 88, mir geht nicht. Ich habe 88. Der wertlose Abschaum. Aber die werden gleich alle wieder eine Koalition gegen mich gründen, wenn ich mit irgendwas im Krieg liege, weil die mögen mich alle nicht so sehr mehr. Ich habe mir ein bisschen viel gegönnt. Aber man muss ja auch einem manchmal hin und wieder einfach alles gönnen. Ach, ihr habt das gesehen. Frankreich gibt's ja nur noch in Afrika und in der Karibik. Frankreich gibt's noch? Ja, aber nicht mehr in Europa. Nicht mehr in Europa. Die sind überhaupt noch, ja, sind immer noch dabei, aber. Wie ist das jetzt überhaupt? Dann wird das ja gar keine Kolonie von denen, wenn die unten. Ne? Nee. Dann kann das gar keine Kolonie mehr werden in Afrika, oder? Nee. Oder verschwindet dann einfach Frankreich komplett. Oh, würde mich auch nicht wundern. Haben sie vergessen zu programmieren. Ist nicht das Merk. Ich habe vorhin, als ich einen kurzen Test gemacht habe mit dem Deutschen Orden, da stand, ich muss erstmal eine Legion ändern. Also ich muss halt protestantisch oder so sein, damit ich mich in Preußen reformieren kann. Aber irgendwie konnte ich das. Als ich mir administrative Ideen 10 gecheatet habe, ging es trotzdem. Er hat Hochideen abgeschlossen. Alles so ein bisschen kacke hier. Herrscher administrative Macht plus 1. Ja, ich kriege einen Haufen Korruption dazu. Ich nehme die Kleriker, die ich kostenlos richtig nehme, plus 1. Nein, Leo ist tot.
verstehst du, Leo ist tot. Oh, war ja. Ja. Den General bekomme ich nie wieder. Ich habe eine Mission abgeschlossen. Achso, hier. Das deutsche Rechtssystem tritt ein. Vorschlagen. Geiler Scheiß dabei. So, ich habe überall Rathaus mit Untertanen.